eine ungewohnte Rolle zu spielen, logischerweise, denn auf der Bank sitzen, das tun die Stars normalerweise nicht. Aber ganz ehrlich, wann sollen denn die jungen Spieler mal Erfahrungen sammeln, wenn nicht in einem Pokalspiel gegen einen Viertligisten? Sondern er bleibt bei Real, weil das alles so gut läuft und alles so erfolgreich ist und alles so fröhlich ist und alle gute Laune haben. Da hat Carlo Ancelotti gesagt, also die Stimmung ist so gut, die Mannschaft ist so gut, die ist ausgesetzt, das hat er auch wahrscheinlich seine Verletzung, aber da müsste er schon... Ayus, jetzt haben sie es mal anders gemacht, eine Variante gespielt. Keeper hat das erste Mal. Cadiz. In der zweiten Runde für Argentina war natürlich eine mega Überraschung. In der Liga haben sie erst 1-1. Und die Flanke dann. Güler. Der macht das ganz hübsch, wird aber geblockt. Es gibt die Ecke für Zuniert. Camavinga. Nochmal abgefälscht. Nächste Ecke für Real Madrid. Und hier fällt er auch noch nicht. Klasse gehalten hat der Güler. Mit einem guten Abschluss ins kurze Eck. Dafür geht es dann in die andere Richtung und dafür gibt es jetzt den Freistoß nach diesem Foul an Ceballos. Jaime ein bisschen aggressiv. Und der ist hübsch geschossen von Arda Güler. 18 Minuten gespielt. Aber sie sind frech, sie machen das gut, sie trauen sich was zu. Ball war im Aus. Leicht weggerutscht, ich glaube sogar auf dieser Werbetafel. Kann sich auch noch für Spanien entscheiden. Versuch's mal selber. Der geht. Und Außennetz. Kommt dann auch mal Winga, Arda Güler. Immerhin ein Kopfbällchen. Zwar über das Tor von Nico Paz, aber es war zumindest mal ein gelungener Angriff. Abschluss, immerhin, 48. Spielminute. Viel Aufwand verbunden. Weil das Ganze natürlich in Saudi-Arabien stattfindet. So, und jetzt. Und das ist souverän verwandelt.
Real Madrid, die in diesen ersten 8 Minuten der zweiten Halbzeit noch nicht gut drauf waren. Das. Uiuiui. Das wird nicht mal mit einer Karte bestraft. Ich meine, das. Und 2-0, da geht's ganz schnell. 55. Spielminute, Brahim. Verletzungspause. Macht das weiterhin gut und frech. Der Platz ist wirklich nicht einfach zu spielen. Es ist die Mannschaft einfach nicht gewohnt. Das war stark und sauber verteidigt, auch wenn es wehgetan hat dabei Nico Paz. Aber sie trauen sich da nicht abzuziehen. Die Schwalbe war nicht gut genug. Spielt. Valentina macht das wirklich sehr, sehr gut. Immer wieder so leichte Fehler, die allerdings. Da ist ein bisschen Zeit. Rodrigo. Und dann steht's 3-0, ziemlich exakt 90 Minuten gespielt und ich denke, man braucht jetzt diese Partie auch nicht mehr anzupfeifen. Rodriguez, also das werden sicherlich ganz entscheidende Spiele für den Verlauf der Saison. Tatsächlich gibt es noch einen Treffer für Arandina. Ein Eigentor ist es, aber das wird hier gefeiert wie ein Sieg in der dritten Minute der Nachspielzeit.